Jo, herzlich willkommen und hallo, Glück auf bei Potananda und somit auch herzlich willkommen bei einem weiteren React-Video. Potananda reagiert auf, ja, Ruhrtalradweg, die Mehrgeneration Genussradelradtour von vor, ja, einigen Jahren, die wir gemacht haben mit meinem Sohnemann und meinem Vater. Wir befinden uns jetzt mittlerweile auch schon auf der letzten Etappe und zwar dürfte das Nummer 4 sein, glaube ich, von Wengern aus Richtung Essen. Wir sind nicht ganz bis nach Duisburg gefahren, die Tour oder die Etappen, die kannten wir soweit schon, so dass es dann jetzt auch wieder von Wengern zurück Richtung Heimat geht. Für mich eine super bedeutende Etappe, dass da hat mir jeder Meter wirklich nochmal außerordentlich viel Spaß gemacht. Wir sind im typischen Ruhrtal unterwegs, haben das Sauerland zurückgelassen und ja, machen jetzt richtig Genussradeln. Ich hole uns mal das Video rein auf YouTube, dann können wir direkt auch losstarten. Da oben bin ich schon und ich sag mal, los geht's, seid dabei. Schönen guten Morgen allerseits. Also die finale Etappe steht heute an. Wir haben eigentlich allerfeinstes Radlerwetter. Ja, heiß war's. Ja, wir freuen Super uns auf heiß. jeden Fall auf jeden Kilometer Richtung Heimat und genießen gleich die Ruhrtalfähre. Das wird schön, das wird entspannt. Ja, herrlich. Ja, zu der Nacht sage ich nichts. Wir fahren einfach los und vergessen den Ort. Muss ich noch ganz kurz zurück. Ja, wir haben eine Unterkunft gehabt, die eigentlich gar nicht mal so schlecht war, äußerlich zumindest. Aber gut, wir sind jetzt wirklich nicht anspruchsvoll und wollen wirklich dann nur ein sauberes und ordentliches Zimmer, vernünftige Dusche, Bett. Aber wir haben uns da so dermaßen eingepfercht gefühlt. Ich hätte besser in der Telefonzelle pennen können, das wäre besser. Das war wie eine Ölsardine. Zudem noch so eine rotzfreche Wirtin. Ey, das, boah, das ging gar nicht, ey. Also von daher, schnell weiter aufs Fahrrad und los geht's. Ruhrtalradweg genießen. Und da sind wir auch schon auf der Ruhrtalfähre. Das ist wieder die Entdeckung der Langsamkeit. Die Ruhrtalfähre. Jo. Schade, wieder kein Glück, wieder kein Pin. Wir kommen wieder. Doch, Heute da ist ist doch unser er. Glückstag. Hier sieht man ihn. Den Pin der Ruhrtalfähre geht an Opa Lutz. Yes. Mein Papa, Ja, der super Captain gut. persönlich hat uns den PIN noch gegeben. Genau, der PIN, super. Ein beliebtes Mitbringsel, wenn man über die Ruhr übersetzt. Ich glaube, 2 € oder so hat der gekostet. Ist immer häufig vergriffen. Und ja, ich glaube, die Überfahrt, die kostet auch nichts. Also von daher ist das eher so eine freiwillige Spende, ne? Also echt totales Must-have für jeden Radreisenden. Ich bin voll zufrieden. Hat Seltenheitswert. Auch das kann der Ruhrtalradweg. Auch Ist das nicht das. herrlich? Ist das nicht herrlich? Guckt euch das an. Die Ruhrkaskaden und Meeresrauschen. Anne Ruhr, gewinnt nur hier. Meeresrauschen. Was ich sag? Ach, wenn ich das so sehe, ich könnte direkt los. Liebe Könnte direkt Freunde, nochmal das los. war's. Ruhr? Der Ruhrtalradweg. Wir haben den Ruhrtalradweg in Steele verlassen und sind die Gruger Heißentrasse Richtung Rüttenscheid gefahren und hier endet unsere Tour mit vielen, vielen Also ich habe Erlebnissen. gar nicht mehr so viel gefilmt, ne? Ja, die muss ich erstmal verarbeiten. Was haben wir Mir auf dem hat Spaß Tacho? gemacht. Es 208? war nicht immer ein Genuss, das gebe ich zu, aber die Erfahrungen sind unbezahlbar. Ich kann Allerdings. auch nur empfehlen, fahrt vielleicht nicht unbedingt die ganze Strecke ab Fröndenberg. Beginnt das Genuss- und Heimatradeln, da wird es sehr, sehr angenehm.
uneingeschränkte Empfehlung bis mindestens Mülheim Wasserbahnhof. Ja, den Rest werde ich sicherlich auch nochmal machen von Mülheim bis. Ja klar, Licht vor der Haustür, kannst du mal ebenso abraten. Vorerst sage ich tschüss, vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Jo. Und dann wünsche ich euch viel Spaß vielleicht bei der einen oder anderen Etappe. Bis dann, ciao. Was? Da ist schon wieder vorbei? Ja, ach herrlich. Da habe ich doch wirklich vor lauter Radreisegenuss doch gar nicht mehr so viel gefilmt, glaube ich, oder? Ach, guck mal, siehst du, wieder. Herrlich, ja, so hat alles angefangen. Schön. Schwerter Senfmühle. Oh ja, mega heiß. Jo. Das war's schon mal wieder. So schnell kann eine Radreise vergehen. Ja, die letzte Etappe, das war wirklich, das ist wirklich nochmal Ruhrtal-Radweg pur. Ne? Das ist, jeder Meter ist da Heimatradeln. Das wunderschöne Muttental, ja, Wetter, Wengern, Ruhrtalfähre, Burgruine, was habe ich, Hardenstein gesagt? Großartig. Zu Wetter muss ich noch sagen, wie gesagt, Unterkunft, wirklich Käse, wirklich Kacke, nicht der Rede wert. Wie gesagt, zweckmäßig reicht er völlig, freundlich, sauber muss es sein. Also, lassen wir das mal. Aber zu Wengern, vielleicht noch so eine kleine Geschichte, Wengern. Ja, welcher Name fällt da immer so ein? Die Henriette Davides, wenn ich das Thema so lese. Eine Kochbuchautorin, guck mal hier, von 1801 geboren, verstorben 1876. Henriette Davides, Kochbuchautorin, zu einem der bedeutendsten Kochbücher im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und das in Wengern. Hätte ich vorher auch nicht gewusst, da ist ein Museum, kann man super reingehen und dann kann man sich das Ganze mal angucken, wie so eine kleine Puppenstube. Also was es alles zu entdecken gibt, Schwerter Senfmühle, muss ich auch sagen, ey, haltet an, geht da rein, kostet Senf, es geht um Senf, es ist Senf in allen Variationen, wirklich irre, total geil. Die Ruhrkaskaden, herrlich, und wenn man dann wieder Richtung Steele kommt, also auch die Bootrutsche da nochmal erlebt, kriegt man direkt nochmal richtig Lust, vielleicht eine Kanutour zu machen. Ja, das hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein kleines bisschen Lust auf Radfahren bekommen. Die Saison beginnt ja bald wieder. Ich kann das Graue und das ganze Schwatte nicht mehr sehen, der ganze Nasse und Regen. Das reicht mir auch. Ja, und vielleicht ergibt sich mal die ein oder andere Radreisetour. Ja, jetzt habe ich noch so einen ollen alten Drahtesel, nicht motorisiert. Ich muss gucken, was sich so ergibt in diesem Jahr. So, dass ich mich freue, wenn es auch endlich mal wieder rausgeht zu Fuß oder mit dem Rad. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende von diesem Video. Ich hoffe, ich hab euch ein kleines bisschen mitnehmen können. Seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn Potternander unterwegs ist, ob per Pedis oder per Velo. Okay, macht's gut, bis bald, haut rein, euer Schrömi von Potternander. Ciao, ciao!